Und mutigste kleine Elefant auf der Welt. Und sie würde gerne deine Freundin sein und dir ein paar neue Dinge zeigen. Ellen, der Elefant, beginnt sich gerade ziemlich müde zu fühlen. Und sie möchte, dass du sie auf ihrem Weg hin zu ihrem Bett auf der anderen Seite des magischen Schlafwaldes begleitest, wo sie dann die ganze Nacht über tief schlafen wird. Ellen, der Elefant, ist genauso alt wie du. Sie mag die gleichen Dinge wie du. Sie spielt gerne und hat gerne Spaß, ganz allein oder zusammen mit ihren Freunden. Wenn sie spielt, verfliegen die Stunden manchmal so schnell, dass es ganz plötzlich höchste Zeit ist, ins Bett zu gehen. Du siehst, ihr beide seid euch ziemlich ähnlich und ihr denkt auch ganz gleich. Deshalb wird es dir auch nicht schwer fallen, Ellen dabei zu begleiten, weil ihr diese Geschichte dabei hilft, einzuschlafen. Ich bin allmählich müde und ich möchte so gerne ins Bett, sagt Ellen der Elefant zu Mami Elefant. Natürlich kannst du jetzt ins Bett gehen, antwortet Mami Elefant. Komm. Nimm alle, die zuhören, mit durch den magischen Schlafwald. Geh zu deinem Schlafplatz und dann schlaft zusammen ganz tief ein. Der magische Schlafwald ist für schläfrige Kinder wunderschön und sicher. Und er kann Kinder wirklich hervorragend müde werden lassen. Ich bin gespannt, wie bald ihr beim Zuhören wohl einschlafen wollt. Jetzt. Oder erst ein bisschen später. Mami Elefant erinnert Ellen, da sind ja gerade so viele schläfrige Dinge um dich herum. Und du kannst dir eines davon aussuchen, welches dir dabei hilft, einzuschlafen. Ellen, der Elefant, fragt Mami Elefant, was machst du denn, damit du dich müde fühlst? Ich? Lasse immer alles ganz schläfrig werden, die Geräusche und die Stimmen um mich herum und all die Sachen, die mir so durch den Kopf gehen. So wie mein Kopf auf dem Kissen ruht, hilft mir das einzuschlafen, wenn ich zu mir sage, entspann dich. Es ist ein herrliches Gefühl, in die Bettdecke eingekuschelt zu sein, wenn ich so wie jetzt am meisten müde bin.